Moin Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Armored Warfare. Ja, heute gibt es wieder eine Panzeranalyse. Und zwar möchte ich euch heute den neuen chinesischen Panzer vorstellen. Und zwar fangen wir an mit dem Stufe 4 Panzer. Stufe 3 Panzer möchte ich euch eigentlich gar nicht vorstellen, weil ich denke mal, der ist eh nicht interessant. Deswegen direkt mit Stufe 4. Und zwar ist es der Typ 69-2. Wie immer der kleine Einblick in die Geschichte des Panzers. Der Panzer ist natürlich eine Abwandlung des Typ 69. Der 69-2 wurde 1982 entwickelt und ist eine letzte Verbesserung vom Typ 69 gewesen. Und zwar wurde der Typ 69 nur bis 1985 insgesamt verbessert. Und dies ist die letzte Verbesserung des Panzers. Auch ist interessant, der Typ 69-2 ist der am meisten vertretene Panzer in der chinesischen Armee. Und insgesamt vom Typ 69 sind 6000 insgesamt noch in Verwendung. Und dafür ist der Typ 69 mit 4200 Panzern extremst stark vertreten. Was auch interessant ist, dieser Typ 69-2 Panzer, wer dieses besondere Bild am chinesischen Massaker kennt, wo dieser Mann mit den Einkaufstüten vor dran steht, das war auch ein Typ 62 Panzer. Ich blende mal davon einen Screenshot ein. Das heißt, wer dieses berühmte Bild kennt, wo der Mann mit den zwei Einkaufstüten vor dem Panzer, vor dieser Panzerkolonne steht und versucht, die aufzuhalten, das war auch ein Typ 69 Panzer. So, da würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze jetzt mal in-game an. Es gibt den neuen Händler-Tech-Tree, wie ihr seht, das ist der Zang-Tech-Tree. Ist jetzt neu dazugekommen mit Patch 0.1.3 und er eröffnet die chinesische Linie. Und im Zuge dessen, wie gesagt, gibt es bisher nur Main Battle Tanks in dieser Linie. Und da, wie gesagt, macht der Typ 69 auf Stufe 4. So, dann wollen wir ihn mal im Vergleich zu den vorhandenen Main Battle Tanks sehen. Und zwar haben wir einmal auf Stufe 4 den OF-40, den T-64 und den M-60A2, auch Starship genannt. Und wie gesagt, wir vergleichen immer die Werte von den Panzern. Ich versuche die Werte kurz und knackig zu vergleichen und es wurde ja dazu geschrieben, dass ich nicht so ausführlich die Werte vergleichen soll. Deshalb, wie gesagt, kurz und knackig die Werte. Wie immer zuerst der Schaden der Fahrzeuge. Hier ist der Typ 69-2 im oberen Mittelfeld angesehen. Der Alpha-Schaden ist einigermaßen noch in Ordnung mit 289 per Schuss, in der höchsten Ausbaustufe natürlich. Die Penetration ist leider etwas gering von 236 mm, ist er damit der schwächste und aufgrund seiner doch einigermaßen hohen Nachladezeit kommt er deshalb nur auf eine DPM von 2168 und ist damit der schlechteste Panzer im Vergleich zu den anderen drei Main Battle Tanks. Wie gesagt, das Starship hatte wie gesagt den hohen Alpha-Schaden dadurch, dass es Heat-Munition hat. So, dann wie gesagt, vom Schaden das Fazit, er ist hier per Schuss geht es zwar noch der Alpha-Schaden von 289, allerdings wie gesagt, man merkt schon etwas die Penetration 236 und führt auch zu einer geringen DPM. Schadensmäßig ist er nicht so berauschend. So, dann kommen wir zur Panzerung. Die Panzerung an der Wanne ist dafür einigermaßen gut. Mit 135 mm befindet er sich dann wieder im oberen Mittelfeld. Nur der T-64 der Russen ist stärker, ansonsten das Starship und der OF-40 sind deutlich geringer gepanzert mit nur 70 und 109. Das heißt, von der Wannenpanzerung befindet er sich im oberen Mittelfeld. Das gleiche auch mit der Turmpanzerung. Hier ist er allerdings etwas abgeschlagen, weil hier natürlich der T-64 mit 320 mm deutlich stärker ist und auch natürlich das Starship mit seinen 292 mm auch deutlich stärker gepanzert ist als der Typ 69. Allerdings, wie gesagt, ist er immer noch dicker gepanzert als der OF-40 im Vergleich. Die Seitenpanzerung, wie gesagt, 180 mm und das Heck mit 60 mm, wie immer, ziemlich gering. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Beweglichkeit. Kurzes Fazit zur Panzerung. Wie gesagt, Wanne ist ziemlich gut gepanzert eigentlich. Der Turm, wie gesagt, im Vergleich wieder etwas weniger.
Allerdings hat er eine relativ gute Wandpanzerung, wie gesagt 135 mm, allerdings mit dem russischen Panzer auch nicht zu vergleichen. So, dann kommen wir zur Beweglichkeit. Hier hat er meiner Meinung nach einen starken Nachteil. Er ist fast genauso langsam wie das Starship und wer das Starship kennt, der weiß, es ist langsam. Und auch hier ist er nur 2 km/h schneller als das Starship und auch die Beschleunigung liegt bei 8,5 Sekunden. Er ist also ziemlich träge unterwegs. So, dann kommen wir zur Sichtbarkeit. Hier ist er ungefähr zu vergleichen mit anderen Panzern. Kamo-Faktor und Sichtweite sind fast identisch mit anderen Panzern. Gute Sichtweite mit 375 Metern geht es einigermaßen und der Kamo-Faktor liegt bei 0,1. So, dann kommen wir zur Kanone. Die Kanone ist auch ja eigentlich im oberen Mittelfeld anzusiedeln. Die Zielzeit ist ziemlich gut. Mit 2,9 Sekunden ist sie genauso schnell wie mit dem OF-40. Die Genauigkeit liegt auch sehr akkurat bei 0,13. Die Nachladezeit mit 8 Sekunden maximal könnte natürlich etwas besser sein. Allerdings geht es mit 8 Sekunden. Ist sie immer noch schneller als der T-64 und der M60A2 auf jeden Fall. Die Gantebrüschen könnte besser sein, aber wie gesagt, es geht eigentlich noch. Wie gesagt, Kanone ist so auf jeden Fall meiner Meinung nach im oberen Mittelfeld. So, das Fazit vom Panzer. Ich bin vom Typ 69 nicht so ganz überzeugt. Der Schaden meiner Meinung nach ist schon etwas gering. Der Alpha-Schaden geht zwar noch mit per Schuss, allerdings, wie gesagt, insgesamt finde ich ihn nicht so berauschend, den Panzer. Mein Fazit, wie gesagt, ich werde ihn auf jeden Fall ziemlich schnell überspringen. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Panzer. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die Upgrade-Möglichkeiten an. Wie gesagt, ich fahre ihn jetzt komplett Stock. Und man kann ihn maximal, wie gesagt, mit der Kanone erweitern. Die AP-Munition, wie erwähnt, mit 289 per Alpha-Schaden. Es gibt sogar einen Panzer-Retrofit-Slot. Eine Motorerweiterung. Es gibt Rauchgranaten. Es gibt das Blattwerkvisier, Technologieerweiterungen und hier kann man die verstärkten Räder MK2 erforschen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal uns an, wie sich der Gute denn im Gefecht macht. So, und da sind wir auch schon im Match angekommen. Wir sind diesmal allein unterwegs. Es gibt auf Gegnerseite 2 Stufe 5 Panzer und 1 Stufe 5 Panzer auf unserer Seite. Sonst ist das Match ziemlich ausgeglichen. Ich bewege mich am gerne an dieser Stelle hier drin auf dieser Karte. An dieser Stelle habt ihr die Deckung von dem Busch vor euch und den Baum. Und gleichzeitig noch an der Seite den Stein, sodass man euch ziemlich gut verbergen kann. Und man steht etwas den Hügel runter, sodass man eure Wand nicht gut treffen kann von der Position aus. Das heißt, die Position ist ziemlich gut für den Panzer geeignet. Allerdings natürlich werdet ihr auch euch spät, solange ein Tank Destroyer auf der anderen Seite ist oder ein Scout auf der anderen Seite. So, hier kommt der erste vor, den kriegen wir aber nicht. Sollen wir mal kurz gucken. BMP-1 und ein BMP-1P ist unten unterwegs und scouten für uns. Und Leo ist an meiner Seite, ein LAV-300. Das heißt, wenn wir nach vorne wagen, so wie es aussieht, bewegen die sich nicht. So, mal gucken, ob wir Glück haben. Mann, wenn man natürlich hier offen übers Flugfeld fährt, kann man natürlich schön einer von der Seite reinbekommen. Aber die scheinen sich hier nicht fortzubewegen und der BMD-1 drückt bitte nach vorne. Das heißt, wir wollen ihn auf jeden Fall unterstützen. Ah, der ist hinüber. Okay, das können wir uns sparen. Da ist ein Swingfire da oben. Okay, die Swingfire ist für mich ein bisschen ein Problem, weil sie mich aufmachen wird. Jetzt müssen wir mal gucken. Da kriegen wir noch einen Schuss auf den. Oh, sehr schön. So, 279 Schaden gemacht. Bleib stehen, komm. Nicht wegfahren. Nicht wegfahren. Ach, schade. Ah. Das wäre jetzt noch ein Luckshot gewesen. So, der Leopard 1. Mal gucken, ob er mit mir kommt. So wie es aussieht, kommt er mit. Ja. Das ist ein Problem ist die Swingfire da oben, die macht mir richtig Probleme, weil sie mich aufdecken wird mit Raketen eindecken. Na komm, lass mir die Position, dass ich zurück. Na,
Ah, jetzt hat mich Swingfire schon aufgemacht. Tja, jetzt muss ich nach vorne, ist egal. Der Leo kommt hoffentlich mit. Nee, der Leo kommt nicht mit. Die Swingfire wird mich jetzt mit Raketen eindecken. Ein Treffer hat sie gelandet. Oh, das ist der WZ, den wir hier als Gegner haben. Aber der Swingfire können wir jetzt mitgeben. Sehr schön, die hat ihre Position verlassen. Sehr schön für uns. Ach komm, Leo 1, komm doch mit mir vor. Gegen den WZ haben wir ein bisschen ein Problem. Der ist Stock, der hier. Das heißt, ich fahre den in Stock. Sehr schön, Ural. Der Panzer ist absolut in Stock-Ausrüstung. Das heißt, es ist, glaube ich, meine zweite Runde mit dem Panzer. Das heißt, ich habe noch die Standard-Munition drin. Und keine Retrofritz drin. Da bin ich beschossen worden. Das muss ein Tank-Destroyer sein, der mich gerade beschießt. Der Leo 1 kommt hoffentlich mit. Ziel identifizieren. Oh, ich wollte eigentlich keinen... Ne, den wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den WZ angreifen von hinten. Oh, der Leo kriegt jetzt voll eins reingeschenkt. Der Zalo. Oh, haben wir Glück gehabt. Wie ihr seht, es prallt auch einiges. Ja, komm. Ja. Da hat die Swingfire mich nochmal schön getroffen. Wie gesagt, das ist meine zweite Runde mit dem Panzer. Es wird auch nicht mehr Runden geben wahrscheinlich. Oh, schade. Na komm. Jetzt können wir ihn von hinten angreifen. Jetzt dreht er um. Jo, da haben wir nochmal schön getroffen. 290 Schaden. Letzter Panzer im Match. Und Last Shot für mich. Boah, ey. Okay. Ja, war jetzt eine gute Runde. Wie gesagt, mit dem Match, wie gesagt, mit dem Panzer habe ich jetzt eine Runde hinter mir. Es ist meine zweite Runde. Es wird auch nicht mehr Runden geben wahrscheinlich, weil ich den Panzer mit XP überspringen werde. 1815 Schaden gemacht auf Stufe 4. Mal gucken, wo wir uns in der Rangliste abgesetzt haben. War jetzt gar nicht so besonders. Es geht aber 1800 Schaden für ein Tier-4-Match. War aber trotzdem, wie gesagt, eine schöne Runde. Der Leo 1, schade, dass der draufgegangen ist neben mir. So, 1800 Schaden, Bonusschaden gemacht. Oh, wir sind auf Platz 4, 1815 Schaden gemacht. Jo, würde ich sagen, ist in Ordnung. Gut, ich hoffe, die Panzervorstellung hat euch wie immer gefallen. Ich würde mich über euer Feedback wie immer sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Blugram.